Der Antragsteller ist eingetroffen, das heißt, wir können jetzt mit dem zweiten Antrag fortfahren. Bitte, Toso. Ja, just in time nimmt man das, ne? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Der Antrag ist, der ist zu kurz, zu dünn, fordert zu viel und beinhaltet zu wenig, ihr kennt das. Nichtsdestotrotz wird die formvollendete, der formvollendete Ausdruck gleich schon mal an Nadja übergeben. Überschrift des Antrags ist, betreibt das Ministerium des Inneren NRW gezielt Desinformationen, um Demokraten zu verunglimpfen. Ist ein wenig hart formuliert. Das korrigiere ich im Text, ich werde da noch ein bisschen härter. Ich würde euch den Text jetzt gleich eben zur Verfügung stellen, gerne. Sind eine gute Seite in 10 Punkt. Inhaltlich lässt sich halt zusammenfassen, dass der Bericht Gewaltopfer auf eine Stufe mit Gewalttätern stellt am Überfall auf das Rathaus am 25.05. in Dortmund. Den Demonstranten, die auf Seiten des Rathauses eine Menschenkette gebildet haben, Gewalttaten unterstellt werden, die auf keinem Video in irgendeiner Form nachvollziehbar sind. Die auch nach Aussagen der Polizeikräfte vor Ort, die ich in der gleichen Woche noch gesprochen habe, so nicht wahrgenommen worden sind von den Einsatzkräften vor Ort. Hier wird in dem Bericht des Ministeriums des Inneren mehrfach gezielt und wieder besseres Wissens falsch informiert. Das kann man so machen, wenn man eine PM schreibt oder sowas. Dann ist mir das egal, was so ein Ministerium so raushaut. Wenn das aber ein offizieller Bericht eines Ministeriums des Inneren an den Landtag Nordrhein-Westfalen ist, dann erwarte ich ehrliche und aufrichtige Informationen und keine Desinformationen in dieser Art und Weise. Das Ministerium des Inneren sollte diesen Bericht ruckzuck zurückziehen und einen neuen Bericht erstellen. Naja, die Zusammenfassung erspare ich euch jetzt weiter. Es ist, ich führe das noch weiter aus. Heute Nacht habe ich euch schon 4 Seiten Zusammenfassung zu der Grundlage dazu geschrieben. Wer noch weitere Fragen hat, stehe ich hier gerne zur Verfügung. Ich bitte um Zustimmung zum Antrag. Achso, und ich habe noch nicht schlussendlich abgestimmt mit anderen, ob wir jetzt besser eine direkte Abstimmung im Plenum machen oder ob wir das, Frank und Dirk nicht doch im Innenausschuss nochmal damit beglücken, nach der Sommerpause. Ja, da hätte ich gerne von euch freie Hand, wirklich. Gut, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Das heißt, wir stimmen darüber ab, diesen Antrag jetzt ins Plenum so einzureichen und dem ist das eine Wortmeldung? Oder eine? Ach, du bist schon soweit. Okay. Und dem Toso bezüglich einer direkten Abstimmung oder einer Überweisung im Ausschuss freie Hand zu lassen. Wer dem so zustimmt? Wer dem seine Zustimmung so geben kann, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist nett für die Protokollantin, weil das ist einstimmig. Vielen Dank. Damit kannst du so schalten und walten, Toso.